Hallo Metals, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Michael Göre und ihr seht TV Jungsmusik. Ich habe heute wieder eine Platte und ein Bier, die ich rezensieren möchte. Und zwar heute aus der Schmiede von Metal Blade, die neue Scheibe von Vulture, Deal in Death. Und ja, die habe ich mir angehört, fleißig und intensiv, und werde euch gleich erzählen, was ich davon halte. Dazu gibt's auch wieder ein Bierchen, diesmal aus Bayern, das Eiger Jahrhundertbier. Ja, ob's diesem doch etwas pompösen Namen gerecht wird, das werden wir gleich sehen. Aber erstmal habe ich noch ein kleines, schnelles, hartes Quiz für euch. Schnell und hart, das kleine Quiz. 1982 hat das Kultlabel Metal Blade die erste Ausgabe der Metal Massacre Sampler-Reihe veröffentlicht. Die wievielte Ausgabe erscheint 2021? A. Die 8. B. Die 15. C. Die 28. D. Die 66. Die Lösung wird am Ende des Videos eingeblendet. Mehr Rätsel rund um Metal und Rock gibt es bei Metal Quiz Germany auf Instagram. So viel also zum Quiz. Wenn euch das Quiz gefällt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare, oder schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch nicht gefällt, warum es euch nicht gefällt. Mit so ein bisschen Rückmeldung kann ich natürlich auch hier die ganze Kiste nochmal ein bisschen optimieren. Optimieren ist ja immer schön. Und ich kann das nicht einschätzen. Ich finde Quiz lustig. Findet ihr es gut? Stört es? Keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt kommen wir erstmal zum Eiger Jahrhundertbier, wie gesagt, aus Bayern. Es ist ein Exportbier mit 5,5 Umdrehungen aus der Eyinger Privatbrauerei. Wo genau sitzt die? Weiß man nicht. Es ist ein ausgezeichnetes bayerisches Bier. Dann schauen wir mal. Es steht wirklich nirgendwo, wo die Eyinger Brauerei ist. Vielleicht in Eyingen? Keine Ahnung. Muss das eigentlich auf Bierflaschen stehen, wo das her ist? Ist das so eine Art Impressum? Keine Ahnung. Ich mache das jetzt erstmal auf. Wie gesagt, 5,5 Umdrehungen. Prost auf euer Wohl, wie immer. Oh ja, das schmeckt gut. Ja, der erste Schluck läuft schon mal sehr, sehr gut rein. Das waren zwei Schlucke. Aber so wie ich euch kenne, ich bin ja bei Flunkyball auch immer total beschissen. Ich kann gar nicht so richtig gut wegziehen. Wenn ich zwei Schlucke trinke, trinkt der Otto Normal Biersäufer einen Schluck. Insofern ist jetzt auch egal. Es hat hier überhaupt nichts zu suchen. Meine Schluckgewohnheiten. Aber jetzt kommen wir endlich mal erstmal zur Platte, so wie sich das gehört. Das Review zum Bier kommt natürlich am Schluss, wie immer, wenn ich ein paar Schlucke getrunken habe. Die Platte kommt heute von Vulture, hier aus dem Ruhrgebiet. Deal in Death heißt sie, wie gesagt. Es sind 9 Lieder drauf, plus einem Intro, 42 Minuten Spielzeit. Wer da an Vinyl denkt, liegt da, glaube ich, nicht ganz falsch. Also gibt's auch auf verschiedensten Vinyls. Aber frag mich jetzt nicht, welche schon ausverkauft sind oder sowas. Ihr kennt die passenden Seiten, guckt da einfach mal. Ich habe 4 verschiedene Varianten, glaube ich, gesehen. Mich interessiert das ja nicht so wahnsinnig. Ist das dritte Album von Vulture, ist bei Metal Blade erschienen. Jetzt gerade erst vor kurzem, Ende Mai, also noch ganz frisch. Ist noch warm, riecht noch. Sehr schönes Cover, wie ich finde. Sie bleiben sich ihrer Linie treu. Das ist, wie gesagt, das dritte Album. Und auf jedem Album hatten sie bisher mal irgendeine blutverschmierte Klinge. Letztes Mal war es ein Messer, diesmal ist es ein ganzes fettes Pendel, das durch ein Dungeon schwingt und so wie es aussieht, gerade ein Altar zerschmettert, aus dem dann giftgrüner Rauch aufsteigt. Ich musste dabei echt so ein bisschen an die Grube und das Pendel denken von Edgar Allan Poe, was ja nicht die schlechteste Inspiration ist, vor allen Dingen im Metal. Im Stein steckt auch noch das Messer von der zweiten Platte. Finde ich ein schönes Detail. Generell sehr schön aufgemacht, aber wir wollen ja natürlich erstmal
uns über den Inhalt unterhalten, über die Musik, darum geht's ja. Und das Ganze ist echt eine Zeitreise. Also bei dem Namen Vulture, bei dem Schriftzug oder so, ahnt man es ja schon. Und es ist eine Mischung so aus Thrash, aber jetzt nicht so Thrash der Marke Creator oder Sodom, wie man es erwarten würde bei einer Robot-Band, sondern eher so Richtung Exodus und Speed Metal. Und der Speed Metal-Anteil ist relativ hoch. Also es ist kein reines Thrash-Album, was ich aber ganz gut finde, weil ich bin nicht so der Dauer-Thrasher. Also ich kann mir das immer ganz gut auf Partys und Konzerten geben, aber so ein ganzes Album, wirklich so diesen Oldschool-Speed-Thrash, muss ich nicht haben, ist mir manchmal zu eintönig. Und da ist halt so diese Vermischung mit klassischen Speed Metal schon sehr geil. Also es klingt wirklich sehr, sehr nach Anfang, also was heißt Anfang, erste Hälfte der 80er, würde ich mal sagen. Es ist auch noch eine ordentliche Prise Venom mit bei, meiner Meinung nach, und auch von der Atmosphäre her Merciful Fate bzw. King Diamond, weil sie es schaffen, dass es auch mal so diesen Grusel-Vibe hat. Ich weiß gar nicht, das war so eine Sache damals irgendwie. Warum kriegt das eigentlich heutzutage kaum noch jemand hin? Es hatte durch diesen halligen Gesang und die Atmosphäre und die Gitarrenläufe und so, es hatte immer auch eine leicht gruselige Atmosphäre. Dadurch kam eigentlich das Böse im Metal auch so zustande. Und heutzutage wird das nur durch Gebrülle und Lautstärke versucht zu erreichen. Mal ein bisschen mehr Atmosphäre wagen, finde ich. Und Atmosphäre hat das Ding auf jeden Fall. Wie gesagt, habe ich es schon gesagt, ich weiß es gar nicht, 10 Tracks sind drauf, wobei eins ein Intro ist, also 9 komplette Songs. Es wird schon relativ Gas gegeben, es gibt keine Ballade oder sowas, aber es wechseln sich sehr schön halt wirkliche Speed-Tracks ab mit, ich sag mal, groovig ist jetzt das falsche Wort, das klingt wieder zu modern, also schon so mit Tempo, mit so ein bisschen Stampfen auch so. Finde ich sehr, sehr geil, ist sehr abwechslungsreich. Mir ist auch kein Ausfall aufgefallen. Also es sind 9 gute, tofte Songs. Es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, das wird ein Welthit, aber muss auch gar nicht, weil einfach die Platte an sich total Spaß macht und total gut ist. Es ist sehr gut produziert, also obwohl es halt so diesen Retro-Charme hat, bis zum geht nicht mehr. Also wenn man sich auch mal die Band anguckt auf dem Foto, die leben das auch schon sehr. Die Produktion ist sehr, sehr cool, finde ich. Hat der Andreas, wie heißt er nochmal? Na, Andreas Stöcker gemacht von einer gewissen Band namens Stallion. Die sehr, sehr gute Band Stallion. Und den Job hat er super gemacht. Wurde in Dortmund produziert und ja, Patrick W. Engel oder wie er heißt, Engel oder Engels, ist nochmal mit dem Mastering drüber gegangen. Super Sound. Einfach, kann man nichts anderes sagen. Und um noch dem Ganzen ein i-Tüpfelchen oben drauf zu bringen, wie gesagt, Cover-Artwork ist schön. Hinten ist nochmal das Pendel drauf, dass das Band-Foto dann zerteilt. Also es ist so unfassbar charmant gemacht. Ich finde das so schön. Das ist sehr liebevoll gemacht. Und ohne dass es irgendwie albern wirkt oder satirisch oder sowas. Die Jungs leben einfach diesen Spirit. Und das ist so schön. Booklet ist schlicht gehalten. Die Texte sind drin. Und was ich da sehr schön finde, zwischendrin in den Texten sind dann immer so Symbole. Entweder eine Rasierklinge oder ein Messer. Und ich habe mich erst gefragt, was soll der Scheiß, was ist das und warum immer die gleichen Symbole, bis ich dann hinten gesehen habe, ach so, ja, das sind die Soli, welcher von den beiden Gitarristen jeweils das Solo spielt. Und das ist auch so 80er, das macht heutzutage keine Sau mehr eigentlich. Und ich finde das total schön. Charmant, also ist die CD erscheint im Digipack, was sich ja mal schon ein bisschen besser anfühlt als Plastescheiße. Und was ich auch sehr süß finde, ist nochmal ein Aufkleber, so ein Chrom-Aufkleber mit dem Cover-Artwork mit dabei. Dann kostet die Plattenfirma 10, 15 Cent oder sowas. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Sache, finde ich. Also es ist so ein kleines Detail, wo man einfach merkt, ja, da wird sich ein bisschen Gedanken gemacht und die wollen halt den Fans auch ein bisschen was geben. Finde ich sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, dieser Aufkleber wird die Hülle wahrscheinlich nie wieder verlassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn so Poster oder Aufkleber oder auch Patches oder sowas bei CDs oder Platten dabei sind, die benutzt man doch nicht, oder? Also benutzt die einer von euch?
ich bewahre die immer auf. Also die bleiben in den Höhlen. Das gehört dazu irgendwie. Bin ich da spießig oder albern? Ich weiß es nicht. Könnt ihr aber gerne schreiben, ob ihr das auch so haltet oder ob ich einfach nur einen einer Waffel habe. Ich meine, habe ich sowieso, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Also wer auf traditionellen Metal steht, der geil gemacht ist, geil produziert ist, kann bei Deal in Death einfach zugreifen. Es ist ein sehr, sehr gutes Album. Wie gesagt, 42 Minuten Spielzeit. Da ist kein Gramm Fett dran. Das ist genau richtig alles. Und es macht mega Laune. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn man mal wieder zu Konzerten darf, die Band live zu sehen. Ich glaube, das macht mega Spaß. Und es ist das dritte Album. Und man sagt ja beim dritten Album, Make It or Break It. Im Fall von Vulture, definitives Make It. Tolles Ding. Kann man nicht anders sagen. So, kommen wir zum Bier. Das Jahrhundertbier aus der Eichinger Brauerei. Privatbrauerei seit 1878. Ist ja quasi für eine Brauerei noch ein Teenager. Ich muss sagen, so auf den dritten, vierten Schluck, ich finde es ein bisschen wässrig. Ist schade, aber ansonsten ist das ein sehr angenehmes Bier. Es, ich vermeide ja immer solche komischen Weintrinker-Vokabeln wie oh, das schmeckt aber sehr nach Südhang oh, wie, und oder wie Whisky, so torfig im Abgang und so weiter. Aber das schmeckt weich. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber das ist ein sehr angenehmes Trinken. Vielleicht ist so ein bisschen Lenore mit da drinnen. So dass mein Zungenpelz schön fluffig wird oder so. Keine Ahnung. Jahrhundertbier aus der Eichinger Brauerei. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Bier des Jahrhunderts ist, aber es ist das Bier des Abends und es ist sehr angenehm. Kann man trinken. Insofern mal wieder eine schöne Sendung gehabt. Ein gutes Bier und eine sehr, sehr gute Platte. Vulture, oh, da fällt es mir runter. Vulture, Deal in Death, erschienen bei Metal Blade. Jetzt überall im Handel, wie man so schön sagt, holt's euch. Und wie gesagt, auf Vinyl gibt's auch, aber ich denke mal, bei so einer geilen Veröffentlichung dürfte es eng werden, wenn ihr da noch eins haben wollt. Sputet euch! Ich weiß ja nicht, wie da die Limitierungen sind. Wie gesagt, mit Vinyl habe ich's nicht so. Dafür fehlt mir einfach der Platz und das Geld. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt auf die Glocke und empfehlt es weiter, das würde mich sehr, sehr freuen. Hört mehr guten Metal, trinkt mehr gutes Bier und wenn ihr kein Bier mögt, dann trinkt irgendwas anderes. Ich will hier niemanden zum Saufen verführen. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden und nach seiner Fasson das Leben genießen. Wenn wir das alle so halten, dann kommen wir auch viel, viel besser miteinander klar, wenn wir nicht versuchen, anderen Leuten unsere Meinung aufzudrücken. Ich finde dieses Bier lecker. Ich finde diese Platte sehr, sehr gut. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das okay für euch. So kommen wir alle besser miteinander klar. Ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal und tschüss.